Hallo zu einer weiteren Einheit. Wir fangen heute im Vierfüßler an. Baue hier den Vierfüßler sauber auf. Hände sind gespreizt. Die Handgelenke unter den Schultergelenken, Ellbogeninnenseiten schauen sich an, soweit es geht. Finde deine Schultern. Schultern sind weg von den Ohren. Und die Schulterblätter und die Wirbelsäule dazwischen drückt ihr ganz fest hoch Richtung Decke. Finde Bauch- und Beckenbodenmuskulatur. Und wir gehen hier langsam rein in den Katzenbuckel und das Kamel. Ins Kamel und hier in den Katzenbuckel über die Bauchmuskulatur. Aktiviere die Bauchmuskulatur. Und komm hier langsam immer tiefer in den Bewegungsablauf. Stell dir vor, dass deine Wirbelsäule, dein Körper hier anfängt sich aufzuwärmen. Und dann machen wir hier den Rücken rund zum Katzenbuckel. Senken unser Gesäß Richtung Fersen, beugen die Ellbogen an und schieben hier wie ein Staubsauger uns langsam wieder hoch, Katzenbuckel, mit der Nasenspitze an der Matte entlang fahren und hochdrücken. Und beweg dich hier ein bisschen freier, eventuell ein bisschen schneller. Auch Beckenboden immer wieder finden, tief ein- und ausatmen. Und wir wechseln mal die Richtung, das heißt, wir schieben nach hinten, ziehen uns dann in den Katzenbuckel, kommen nach vorne mit dem Gewicht auf die Hände, Ellbogen anbeugen und schieben nach hinten zu den Knien zurück und dann hier runden und einmal von vorne nach hinten. Nasenspitze bzw. das Kinn ziehen. Mach die Bewegung so groß und so schnell, wie sich's gut für dich anfühlt. Es kann auch sein, dass es viel kleiner, viel angenehmer ist. Schau hier wirklich, was gerade für dich passt. Das ist zu jeder Uhrzeit unterschiedlich, zu jedem Tag unterschiedlich und wir halten hier oben im Katzenbuckel einmal an. Dann hier nochmal wirklich die Hände finden und hier ganz leicht den Rücken ein bisschen durchhängen lassen, dass wir hier über die rechte Stirn zur rechten Hüfte blicken können. Die Hüfte kommt mit nach außen gekippt. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Blick über die linke Schulter und die linke Hüfte kommt mit raus. Und hier so im Wechsel. Bauch, Beckenboden, Muskulatur hält dich ganz bisschen. Also auf keinen Fall in ein unkontrolliertes Hohlkreuz fallen lassen. Und wir machen jede Seite noch einmal. Ich glaube, hier auf der rechten Seite habe ich angefangen. Also hier rechte Seite ein letztes Mal. Und die linke Seite ein letztes Mal. Wunderbar. Eventuell kurz auf die Fersen gehen und die Handgelenke wieder lösen. Dann noch die dritte Richtung, die die Wirbelsäule machen kann. Wir ziehen den Ellbogen hoch und senken dann den Arm, die Schulter und legen uns hier kurz ab. Wir ziehen hoch. Denk dran, wir sind hier im Aufwärmen, also übertreib's nicht. Ich ziehe mich jetzt nicht extrem rein. Ich versuche eher, meinen Körper vorzubereiten, aufzuwärmen. Bauchbeckenboden zu finden, meinen Körper zu spüren. Und wir machen noch drei.
und 2 und eine letzte auf dieser Seite und dann kommen wir langsam wieder raus, stell die Hand auf, wir wechseln auf die andere Seite. Geh hier nur so tief rein jeweils, wie sich's gut anfühlt für deinen momentanen Zustand. Es kann sein, dass du gar nicht ganz nach unten kommen möchtest, hier auch nicht so weit öffnen möchtest. Halte Bauch und Beckenboden in einer leichten Aktivierung und spüre hier deinen Körper. Und wir machen hier noch 4 und 3 und 2 und eine letzte. Und langsam auflösen und hier nochmal auf die Fersen kommen. Handgelenke ein bisschen durchbewegen. Verschränkt die Hände ineinander und bewegt die Handgelenke hier locker durch. Und auch einmal die Welle. Und einmal fängt die andere Hand an. Wunderbar. Und dann spür einmal kurz nach, wie du dich jetzt anfühlst. Sehr schön. Wir kommen dann einmal in die Rückenlage. Das heißt, Füße aufstellen, in die Knie gehen, greifen, Bauch, Beckenboden hält. Kipp dein Becken nach hinten und roll hier Wirbel für Wirbel einmal ab. Wir lassen die Arme seitlich am Körper. Die Daumen zeigen nach außen. Wir strecken die Beine lang und lassen auch hier die Füße nach außen fallen. Also versuchen loszulassen, nichts mehr zu halten. Leg die Schulterblätter in die Matte ab. Schließ die Augen, zieh einmal deine Wirbelsäule lang. Lass die Arme los, lass die Beine los. Und nutze das Ausatmen, um immer mehr in die Matte zu sinken und loszulassen. Atme tief durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund aus. Atme tief ein. Dein Brustkorb hebt sich und beim Ausatmen ziehst du die Kraft hier nach unten Richtung Schambein. Atme ein, du spürst, dass die Rippen zur Seite atmen, nach unten in die Matte atmen. Und beim Ausatmen schmelzen und die Kraft im Powerhouse sammeln. Einatmen, Brustkorb aufatmen und einmal ausatmen. Zieh nochmal deine Wirbelsäule ein bisschen lang, Kinn leicht Richtung Brust. Atme ein und mit dem Ausatmen lässt du den Kopf einmal nach rechts fallen. Richte die Nasenspitze wieder zur Decke. Ausatmen nach links fallen lassen, richte wieder die Nasenspitze zur Decke. Und rechts fallen lassen und zur Decke. Und links fallen lassen und zur Decke. Spür deinen Unterkiefer und deine Zunge ausatmen, nach rechts fallen lassen und einatmen, aufrichten. Und ausatmen, links fallen lassen und wieder aufrichten. Dann zieh die Arme zur über Kopf, dass du in einem, also in einer wirklich gestreckten Position bist, von den Fingerspitzen bis zu den Füßen. Und schieb dich jetzt hier, also schieb einmal die linke Hüfte tief, zieh den rechten Arm lang und dann einmal die andere Seite. Jeweils einmal die Diagonale, Arm, Bein und zieh dich auseinander und geh langsam über in ein Räkeln und Strecken, beweg dich ganz frei. Gähne auch hier nochmal. Und mach hier alles, was du brauchst.
Wunderbar. Dann stell deine Füße auf, zieh die Arme einmal lang, Schulterblätter in die Matte und spür, dass hier dein Nackenbereich geöffnet ist, dass die Schulterblätter weg von den Ohren sind. Schulterblätter hier in die Matte reindrücken. Kinn leicht Richtung Brustwirbelsäule lang, Becken in neutral gekippt. Wir kippen unser Becken hier ein paar Mal nochmal bewusst nach hinten durch die Bauchbeckenbodenmuskulatur. Finde deinen Beckenboden, bring dein Schambein unter Spannung, zieh dein Perineum, dein Damm nach oben und die Aftermuskulatur auch nach innen. Atme nochmal ein. Beim Ausatmen kommt die Bauchmuskulatur dazu. Die gerade Bauchmuskulatur setzt hier oben an den Rippen an. Das heißt, es ist nicht nur hier unten um den Bauchnabel, sondern versuch hier wirklich bis in den Rippenbereich zu kommen. Ich stelle hier meine Daumen an den unteren Rippen auf und die Zeigefinger an den Hüftspitzen. Atme nochmal tief ein. Finde Beckenboden, finde Bauchmuskulatur und mit dem Ausatmen kippt dein Becken aus dieser genannten Muskulatur nach hinten. Mit dem Einatmen wieder in neutral kippen. Mit dem Ausatmen nach hinten kippen. Der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger wird kleiner. In neutral ist er groß. Mit dem Ausatmen nach hinten kippen. Mit dem Einatmen neutral. Mit dem Ausatmen nach hinten kippen. Mit dem Einatmen neutral. Ausatmen nach hinten kippen. Mit dem Einatmen neutral. Die Oberschenkel sind recht entspannt. Die halten nur das, was sie halten müssen, dass sie in dieser Position bleiben. Und streng dich hier wirklich an, dass du wirklich in diese Muskulatur kommst. Und beim Ausatmen nochmal neutral kippen und ein letztes Mal nach hinten kippen. Wir halten hier kurz, atmen ganz ruhig weiter. Kopf ist entspannt, Kinn leicht Richtung Brust, Wirbelsäule ist lang. Und ich hoffe, deine Bauchmuskulatur spürst du in der Zwischenzeit. Nochmal durch den Beckenboden gehen. Schambein, Perineum, Aftermuskulatur bzw. Levator Ani ist der Muskel, der hier arbeiten soll. Und dann kipp einmal langsam in neutral zurück. Löst die Arme. Heb dich kurz in die C-Kurve, greif in deine Kniekehlen und zieh dich hier einmal nach oben in den Sitz. Wir gehen hier weiter in eine spezielle Beckenboden-Muskulaturübung. Genau, also finde dich hier, die Hände in den Kniekehlen, Wirbelsäule lang, Bauch- und Beckenbodenmuskulatur aktivieren. Ich sage nochmal, Beckenboden hier am Schambein, unterm Schambein die Spannung spüren. Perineum hochziehen und Aftermuskulatur auch ins Körperinnere ziehen. Das heißt, aktiviere hier dein Powerhouse und dann verschieb, während diese Muskulatur hält und arbeitet, eine Gesäßhälfte nach hinten und die andere. Und wir wandern hier entsprechend einmal nach hinten. Ich habe hier ein bisschen eine Schräge. Ich muss schauen, dass ich nicht komplett von der Matte runterkomme. Oder ich habe unterschiedliche Beweglichkeit in meinen Hüften. Also, die jeweilige Gesäßhälfte wandert und dann setze ich den Fuß nach. Und wir wandern wieder zurück, also wieder ans Ausgangs, Richtung Ausgangsposition. Und
wir gehen noch mal nach hinten. Okay, und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, du verlierst es, dann setz einfach noch mal neu an. Und ihr könnt ja mal gucken, ob eure Kinder sich so auch ein Stück weit fortbewegen können. Man kann es auch als kleines Spiel auf der Wiese oder Picknickdecke machen. Okay, wunderbar. Und ich hoffe, ihr spürt hier jetzt ganz viel Energie und Wärme in eurem Zentrum. Dann gehen wir in die Bauchmuskulatur. Und dafür rollen wir nochmal nach unten. Erste Möglichkeit ist, du lässt die Füße hier aufgestellt. Zweite Möglichkeit ist, du bringst deine Beine auf 90-90. Aus dem aktivierten Powerhouse natürlich. Zuerst Powerhouse aktivieren, dann die Beine hochziehen. Oder du bringst die Beine in die Streckung und versuchst hier die Zehen, die Fußrücken Richtung Nasenspitze zu ziehen. Wähle deine Fußposition, deine Beinposition und dann bringst du die Fingerspitzen Richtung Decke. Im Moment schauen sich die Handflächen an. Wir gehen in die C-Kurve, atme ein, finde Bauchbeckenbodenmuskulatur und mit dem Ausatmen rollst du hoch in die C-Kurve und du arbeitest hier deine Arme. Schultern sind weg von den Ohren, Bauch ist flach. Einatmen, hier wieder fast ab, rollen und mit dem Ausatmen hoch, mit dem Einatmen abrollen, mit dem Ausatmen hoch, mit dem Einatmen abrollen, mit dem Ausatmen hoch, einatmen abrollen, ausatmen hoch. Noch 5, 4, 3, 2 und die letzte. Kurz halten, höher ziehen, die Arme bleiben aktiviert, Beine hier wirklich auch arbeiten, wenn sie gestreckt sind. Bauch ist flach. Nicht am Nacken hier reißen, sondern eine schöne C-Kurve aus der Bauchmuskulatur heben. 5, 4, 3, 2, 1. In die Kniekehlen greifen, Knie Richtung Brust bringen und dann hier langsam einmal abrollen. Schaukel ein bisschen nach rechts und nach links. Und komm wieder zu Atem. Wunderbar. Dann hier noch eine weitere. Auch hier kannst du deine Füße aufgestellt lassen. Die Hände überkreuzt auf die Oberschenkel legen. Oder du bringst sie auf 90-90. Genau, überkreuz ist dann etwas schwer hier zu halten, glaube ich, unterschiedlich, je nachdem wie lang die Arme sind. Eventuell rollst du hierfür dann in die C-Kurve. Und dann heb deine Beine auf 90-90, wenn du es brauchst. Bleibst dann aber mit dem Kopf unten. Und jetzt drücken wir rechte Hand gegen linken Oberschenkel. Kurz lösen und dann linke Hand gegen rechten Oberschenkel. Kurz lösen. Rechte Hand gegen linken Oberschenkel und Oberschenkel gegen Hand. Und dann wieder die andere Seite. Hand gegen Oberschenkel, Oberschenkel gegen Hand. Hand gegen Oberschenkel, Oberschenkel gegen Hand. Hand gegen Oberschenkel, Oberschenkel gegen Hand. Und jede Seite noch einmal. Ein bisschen länger halten. Bauch ist fest, 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 fest. Andere Seite. Einmal mittig und einmal sauber abrollen. Wunderbar. Einmal die Beine kurz lang machen und den Bauch hier ein bisschen lösen. Da
anstellen. Rechtes Bein auf, stell dein linkes Bein auf. Die Arme wieder lang neben dem Körper. Wirbelsäule lang, Kinn leicht Richtung Brust. Wir heben das linke Bein auf 90-90. Du kannst hier gerne bleiben. Oder du streckst dein Bein und versuchst es hier hochzuziehen. Wir gehen in die Leg Circles. Das heißt, hier arbeitest du mit dem Bein so. Und wenn du auf 90-90 bist, dann kreist du dein Knie und lässt den Unterschenkel waagerecht. Ich zeige es einmal in der Version und auf der anderen Seite dann in der anderen Version. Atme tief ein. Spür hier die Länge deines Oberschenkels, in der gestreckten Version die Länge deines Beines und arbeite diese Länge. Finde Bauch- und Beckenbodenmuskulatur. Wir stabilisieren im Becken. Darum geht's hier. Und das Bein wackelt mit dem Ausatmen. Und beim Ausatmen kreisen. Kurz einatmen, ausatmen, kreisen. Und achte mal auf dein Bein, das aufgestellt ist. Das sollte nicht wackeln. Drück da den Fuß schön in die Matte. Und wir machen noch 4 und 3 und 2 und die letzte. Und 5 im Richtungswechsel. 5, 4, 3, 2 und 1. Bein auf 90-90 bringen und abstimmen. Wir wechseln auf die andere Seite. Bleib in der Version wie gerade oder geh hier eben in das gestreckte Bein, je nachdem wie du es auf der ersten Seite gemacht hast. Hier das Bein wirklich in die Länge arbeiten, atme ein, finde Bauchbeckenbodenmuskulatur und halte, stabilisiere dein Standbein mit dem Ausatmen. Einmal rum, kurz einatmen, einmal rum, kurz einatmen. Es muss keine, es ist eher ein kleiner Kreis, der große Zeh malt einen Kreis oben an der Decke. Wir machen noch 5, 4, 3, 2 und 1 und gleich Richtungswechsel. Kreuzbein drückt in die Matte. Das hilft euch auch nochmal zu stabilisieren. Und wir machen 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Bein anbeugen und beide Füße aufstellen und hier einmal lösen. Dann bring nochmal dein rechtes Knie Richtung Brust, dein linkes Knie Richtung Brust. Versuch die Beine zu strecken, soweit du kannst, ansonsten beugst du hier an. Ausgedreht die Beine öffnen und eindrehen und schließen. Und ausdrehen und öffnen und eindrehen und schließen. Ausdrehen und öffnen, eindrehen und schließen. Ausdrehen und eindrehen, ausdrehen und eindrehen. Bauch anspannen, Wirbelsäule zieht lang. Und wir machen noch 3 und 2 und die letzte. Beine schließen, Knie anbeugen und hier mal kurz ein bisschen lösen. Ich habe gerade voll den Krampf. Okay. Nochmal die Wirbelsäule in die Länge ziehen. Bring dein rechtes Bein Richtung Brust, dein linkes Bein Richtung Brust. Bring die Knie zusammen, öffne die Unterschenkel nach außen und ziehe hier wirklich auseinander, dass die Außenseiten hier nach oben kommen. Nach außen kommen, Bauch zieht nach innen, einatmen, Fußspitzen senken, mit dem Ausatmen zurückziehen. Einatmen, senken, mit dem Ausatmen zurückziehen, einatmen, senken, mit dem Ausatmen zurückziehen. Bauchbeckenboden ist fest, Kinn Richtung Brust. Erde dein Kreuzbein. Unterer Rücken hat Kontakt zur Matte. Und noch 3 und 2
Und die letzte. Und hier einmal die Beine in die Diamanthaltung öffnen als kurze Gegenbewegung. Und dann die Beine wieder entspannen, ein bisschen ausschütteln. Wunderbar. Dann gibt es hier noch eine Dehnung. Wenn es geht, gerne beide Beine gleichmäßig auf eine Seite umschlagen. Ich schlage sie jetzt nach links und bin mit der rechten Gesäßhälfte unten auf der Matte. Wir wollen den Quadratus lumborum, einen Muskel im unteren Rückenbereich, mittleren unteren Rückenbereich, ein bisschen bearbeiten. Jemand hat mich gebeten, für körperliche Beschwerden hier was mit einzubauen. Wenn der Sitz nicht geht, dann geh in den Schneidersitz oder den Schmetterlingssitz. Das geht natürlich auch. Bring den rechten Arm nach oben, finde hier deine Schulter, leichte Bauch-Beckenboden-Anbindung und dann geh nach links in die Seitneigung. Verlier deinen Kopf hier nicht ganz. Und dein rechtes Sitzbeinhöcker, deine rechte Gesäßhälfte drückt nochmal zusätzlich in die Matte, während der Arm hier wirklich lang zieht. Und ihr merkt es hier in der Seite und eventuell auch ein bisschen weiter hinten rein. Tief einatmen und mit dem Ausatmen einmal aufrichten. Wenn hier Beschwerden auftreten, die nicht gleichmäßig sind, also links und rechts unterschiedlich, oder mal sind sie da, mal sind sie nicht da, kann das damit zusammenhängen, dass ihr erstens grundsätzlich auf der Seite schläft. Das ist sehr schlecht, da können sich deutliche Imbalancen im Körper entwickeln. Ich empfehle deutlich und ich versuche mich auch jede Nacht daran, möglichst nur auf dem Rücken zu schlafen, weil wenn ihr in der Matratze liegt, dann sind einfach die verschiedenen Bereiche des Körpers in der Seitlage nicht gut unterstützt und dann gibt es ungute Verschiebungen, die diese Imbalancen muskulär erzeugen. Genau, also auf dem Rücken schlafen ist das allerbeste dafür, um eben nicht in dieses Ungleichgewicht zu kommen und auch so Sachen wie mit Beinen überschlagen zu sitzen, kann auch, also verschiebt euer Becken und sorgt eben auch dafür, dass das ungut ist. Wenn sich das gut anfühlt, dann dürft ihr die Übung gerne am Ende der Einheit nochmal einfügen. Ich schwinge die Beine einmal auf die andere Seite, jetzt nach rechts, linke Gesäßhälfte ist unten und wenn ihr euch hier aufrichtet, kann schon sein, dass ihr merkt, okay, hier zieht's. Ich habe hier meine Hand leicht stabilisiert, einfach nur die Handfläche auflegen. Ich stütze mich nicht so richtig drauf, aber es gibt mir natürlich ein bisschen Orientierung und Halt. Zieh den Arm nach oben, einmal die Schultern finden und mit dem Ausatmen auf die andere Seite. Auch hier jetzt die linke Gesäß- oder Beckenhälfte oder den linken Sitzbeinhöcker noch mehr in die Matte drücken und hier schön in den Bogen gehen und wirklich die Fingerspitzen lang ziehen, dass eure Seite und der hintere, untere Rücken einmal sich öffnet und dann richten wir uns langsam einmal auf. Wunderbar. Und jetzt gibt es eine kleine Power-Einheit. Ich würde gerne ein paar Stützübungen machen. Versuch dich gerne da drin. Mir ist es wichtig, dass du sie sauber ausführst, die Übungen, die du machst. Das heißt, lieber die erste nur machen und dann sagen, okay, in die anderen komme ich gar nicht mehr rein. Meine Kraft ist heute schon verbraucht. Genau, das ist mir das Wichtigste, dass sie sauber ausgeführt wird.
das ist Pilates, sauberes Ausführen und nicht halb sich durchmogeln. Das zählt nicht. Lieber das Video dann in ein, zwei Tagen nochmal machen und dann vielleicht die zweite oder dritte Übung dann noch mit dranhängen. Wir kommen einmal in den Vierfüßler zunächst. Hände spreizen, Handgelenke unter den Schultergelenken, Ellbogeninnenseiten schauen sich an. Einmal die Schultern finden, weg von den Ohren, zur Zimmerdecke drücken, Wirbelsäule dazwischen auch, Brustbein schmelzen lassen. Bauch, Beckenboden anspannen. Und wir gehen hier erstmal in den Vierfüßler, stellen die Zehenspitzen auf und heben unsere Knie ab. Und wir schieben unser Gewicht ein bisschen nach hinten und ein bisschen nach vorne. Bauch, Beckenboden ist fest. Hände drücken schön in die Matte, Fingerspitzen werden weiß. Wir machen noch 8, 7, Bauch ist fest, 6, 5 und 4 und 3 und 2. Und 1 und einmal Knie absetzen. Wir gehen ganz kurz in die Kindsposition. Handgelenke eventuell ein bisschen durchbewegen. Und dann drücken wir uns schon wieder hoch. Dann gehen wir hier über den Seitsitz. Einmal hier Füße verschränkt. Eventuell nur bis aufs Knie oder einmal in den Bogen mit gestrecktem Bein, finde hier Bauch, Beckenboden, finde deine Schulter, atme tief ein und mit dem Ausatmen hebst du hier in einen Seitstütz. Einatmen, absetzen und ausatmen, Seitstütz, einatmen, absetzen, Gesäß nicht ganz absetzen und hier hochdrücken und wir machen noch 5 und 4 und 3 und 2 und den letzten. Bauch, Beckenboden hält, Schultern stabilisieren. 5, 4, 3, 2, 1 und einmal absetzen. Okay. Beine einmal lang strecken. Und Fingerspitzen, wenn es geht, Richtung Gesäß zeigen lassen. Auch hier Fingerspitzen aktivieren, Arme aktivieren, Hände aktivieren, Bauch, Beckenboden finden. Und drück dich hier einmal in diese Version des Stützes. Wir heben links das Bein und rechts das Bein. Das Wichtigste ist, dass du im Becken nicht absinkst. Dann kannst du dein Bein entsprechend hochheben. Sollte das so aussehen, dann hebst du dein Bein zu hoch. Also hier kann sein, dass die Bewegung nur diesen Teil machen kann. Und hier noch einmal. Und dann hier kurz halten, nochmal hochdrücken. Und einmal absetzen. Und wir schwingen uns auf die andere Seite. Arm aktivieren, Hand aktivieren, Schulter aktivieren, Bauch, Beckenboden, Füße hier verschränken, tief einatmen und beim Ausatmen hochdrücken und vor allen Dingen hier die Hüfte hochdrücken. Einatmen hier, absenken, ausatmen, hochdrücken, einatmen, senken, ausatmen, hoch und wir machen noch 6 und 5. Und 4 und 3 und 2 und den letzten einmal kurz halten. 5, 4, 3, 2, 1 und einmal absetzen. Und dann finde dich hier einmal in einem Sitz deiner Wahl. Ich
spür deine Sitzbeinhöcke, zieh die Wirbelsäule nochmal lang, die Schultern tief und genieß, dass du ein bisschen aus der Puste bist. Wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.